Friede sei mit dir, Sohn Gondors. Weiter geht's mit Folge 23 von 5 Minuten Der Herr der Ringe, in dem der erste Teil der Trilogie chronologisch in 5-Minuten-Abschnitte geteilt wird, um diesen dann auf Lore-Hintergründe, Filmfehler, spannende Details und kuriose Fakten zu prüfen. Diese Folge analysiert dabei Minute 115 bis Minute 120. Wenn ihr also keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert diesen Kanal sehr gern für mehr. Los geht's! Es sind grausame Stimmen in der Luft. Starten wir bei unseren Gefährten auf dem Pass des Caradhras und mit einem besonderen Tolkien-Detail im Film. Denn wie im Buch war es dem Team um Peter Jackson auch hier wichtig, auf die elbische Leichtfüßigkeit zu achten und so Legolas in dieser Sequenz eben nicht in den Tiefschnee einsinken zu lassen. Dabei handelt es sich vor allem um eine besondere Fähigkeit, von der Legolas hier Gebrauch macht, denn durch eine spezielle elbische Gangart gelingt es diesem Volk, ihr Gewicht von den Füßen nehmen zu können und so weder einzusinken noch deutliche Spuren zu hinterlassen. Dasselbe funktioniert übrigens auch auf einem matschigen Boden. Im Film erreichte man dies hier durch zwei verschiedene Spuren, eine Tiefschneespur für Gandalf, Aragorn und Co. und eine unterlagerte, auf der Legolas die Gefährten schließlich überholt. In der nächsten Szene kommt es nun zur zweiten filmischen Auseinandersetzung der beiden Zauberer, Gandalf und Saruman. Saruman befiehlt hier dem Berg, die Gemeinschaft nicht passieren zu lassen und wendet diese Beschwörungsformel an, welche so viel bedeutet wie: Erwache, grausamer Caradhras, dein blutgefärbter Gipfel soll auf die Köpfe der Feinde fallen. Der weiße Zauberer wiederholt diese Worte dabei immer und immer wieder und Gandalf setzt leider erfolglos diesen Zauberspruch dagegen, welcher so viel bedeutet wie: Schlaf, Caradhras, sei still, bleib ruhig und bezähme deine Wut. Saruman spricht hierbei übrigens in Quenya, Gandalf aber in Sindarin. Der Zauberer Isengards nutzt also die älteste und ehrwürdigste der Elbensprachen und missbraucht sie für einen bösen Schadzauber, was dieser Szene noch ein wenig mehr Bosheit verleiht. Im Buch hingegen wird er der Caradhras selbst und das furchtbare Wetter als Feind der Gefährten niedergeschrieben und wie auch im Film werden sie von den Schneemassen begraben. Besonders die Hobbits leiden ungemein unter diesen Wetterumständen und selbst ein Lagerfeuer, welches Gandalf entzündet, schafft keine Abhilfe. Jedoch etwas ganz anderes, was im Film leider keine Erwähnung findet, der besondere Heiltrank aus Imladris, Mirovor. Ein Trank, der eine belebende und erfrischende Wirkung besitzt und als gut gewürzt beschrieben wird. Hoffnungslosen vermochte er neuen Mut und neue Kraft zu geben und jeder soll nun einen kräftigen Schluck davon nehmen. Gandalf erhielt ihn bei dem Aufbruch aus Bruchtal von Elrond. So hat ebenfalls der Halbelb einen gewissen Anteil daran, dass alle Gefährten den Caradhras lebend verlassen und keinem Kältetod erliegen. Wir müssen den Berg sofort verlassen! Schlagen wir zur Pforte von Rohan durch! Die Gefährten sehen nun ein, dass die Überquerung des Caradhras zu gefährlich ist und so äußert Boromir erneut die Idee, die Pforte von Rohan und den Weg nach Gondor einzuschlagen. Wie in der letzten Folge erwähnt, würden die Gefährten und vor allem der eine Ring so jedoch viel zu nah an Isengard und Saruman herangetragen werden. Apropos getragen, hierbei ein kleiner Funfact zu dem Schauspieler von Boromir, der sich selbst und vor allem sein Kostüm zu den Drehtagen auf die Berge Neuseelands schleppen musste, denn Sean Bean leidet unter Flugangst. Und während Orlando Bloom, Viggo Mortensen und Co. also mit Helikopter hinaufflogen, musste er auf Skilifts und Wanderwege umsteigen. Die Erschöpfung musste er hier also nicht spielen. Wir werden durch die Minen gehen. Im Film übernimmt nun also Frodo die Entscheidung und veranlasst den Weg durch die Minen von Moria. In der Geschichte von Tolkien lief das dabei ein wenig anders ab, denn hier ist es Gandalf, der diesen Weg vorschlägt und trotz Bewusstseins der Gefahren dort ebenfalls Hoffnung äußert, Zwerge antreffen zu können. Bis auf Gimli sind jedoch die restlichen Gefährten gegen diesen Weg, doch das ändert sich. Denn Wolfsgeheul macht sich in der Ferne breit und ganz nach dem Motto lieber den Ork in der Höhle als den Wolf an der Kehle wird der Weg nach Moria nun Wirklichkeit. Im Zuge dessen erwähnt Gandalf ebenfalls die Schlacht der fünf Heere aus den Geschehnissen von Der Hobbit, da in dieser Schlacht viele Orks ihr Leben ließen und sich so die Zahl der Diener Saurons im Nebelgebirge stark reduzierte. Außerdem ist der graue Zauberer der Überzeugung, dass der Weg durch Moria am wenigsten vom Feind erwartet wird und somit die sicherste der gegebenen Möglichkeiten ist. Das Böse wird sich dir von außerhalb der Gemeinschaft nähern und auch von innerhalb.
Mit dieser Aussage hat Gandalf natürlich recht, denn um zu diesem Punkt zu gelangen und den Mauern Morias überhaupt gegenüberzustehen, mussten sie beim Abstieg des Karadras durchaus dem Bösen von außerhalb der Gemeinschaft entkommen. Denn Peter Jackson und sein Filmteam überspringen hier den Angriff der Waage auf die Gemeinschaft, denen sie vor allem durch die Zauberkraft von Gandalf entgehen und so überleben konnten. Andernfalls bemerkt auch Gandalf das Gefahrenpotenzial Boromirs innerhalb der Gruppe und warnt mit dieser Aussage Frodo auch vor ihm. Zwergentüren sind unsichtbar, wenn sie geschlossen sind. In dieser Szene sind Gimli und Co. nun auf der Suche nach der Tür Durins, die das Westtor von Moria kennzeichnet. Jedoch gibt's da einen Haken, denn sie ist unsichtbar und durch den Stoff Ithildien nur im Sternen- und Mondschein sichtbar. Ithildien. Dieses silberfarbene Material aus Mithril arbeitete einst Celebrimbor in diese Tür ein, als der Kontakt der Zwerge Khazad-dûms und der Elben aus Eregion deutliche Besserung genoss und dieses Zwergenreich im zweiten Zeitalter wirtschaftlich florierte. Sprich, Freund, und tritt ein. Außerdem zierten die Tür die Zeichen von Durin dem Ersten, der den Beinamen der Unsterbliche trägt. So kann man hier die siebensternige Krone für die sieben Zwergenvölker erkennen, zudem Hammer und Amboss für die hohe Fertigungskunst des Volkes. Zuletzt rundet der Stern des Hauses Feanor diese Tür ab, um die Mithilfe der Elben anzuerkennen. Auf diesen setzt im Film Gandalf letztendlich seinen Stab, um die Tür zu öffnen. Da das Tor in Friedenszeiten erbaut wurde, nannte die Inschrift das Losungswort der Übersetzung von Freund in Sindarin. Gandalf versucht es jedoch erst etwas anders. Anon et Helen, Edroch Jamen. Genau genommen wählt er hier diese Worte, die übersetzt folgendes bedeuten. Elbisches Tor, öffne dich jetzt für uns. Elbisches Tor, höre auf meinen Zauberspruch, Schwelle zu den Zwergen. Mit dieser Variante hat der graue Zauberer jedoch keinen Erfolg und benötigt nun des Rätsels Lösung. Jedoch erreichen wir hier ebenfalls die 120-Minuten-Grenze. Das bedeutet, jetzt seid ihr dran, Freunde. Wie findet ihr diesen Filmabschnitt und welche Details habt ihr dazu noch auf Lager? Schreibt's mir in die Kommentare, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.